Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 von der Riesenbeck, unserem Projekt 2000 vom Hof der Familie Chaos, zusammen mit meiner wundervollen, kränkelnden Frau. Hallo. Wie geht's dir? Nicht gut. Der Hals. Deutschland ist kalt. Ich gehe zurück nach Italien. Ja, Deutschland ist voll kacke. Nimmst du mich mit? Ja. Hier ist kalt. Wo willst du eigentlich hin? Ich weiß nicht, ich suche mir eine Stelle, wo ich auf dich warte. 10%. Ach so. 9%. Bin schon unterwegs. Ja, so ein bisschen hat es dich erwischt nach dem Urlaub, ne? Ja, aber es ist halt einfach, wenn du von über 30 Grad auf, keine Ahnung, was wir jetzt hier momentan haben. Nasskalten 5 Grad morgens. Ja. Ups, falsche Taste. Das ist dann schon ein Unterschied. Ja. Ist aber immer so. Es ist hier niemals wieder so am Stück eine Temperatur. Doch, eine Temperatur schaffen wir hier immer. Immer kalt und Regen. Und ja, ich weiß, in einigen anderen Teilen Deutschlands ist es nicht so. Da habt ihr keinen Regen, das ist mir schon klar. Aber voll. Aber hier bei uns ist es so. Bei uns ist es so, dass es hier wirklich mehr regnet, dann ist wieder warm, dann ist wieder kalt, dann ist wieder Regen. So, ja, bestes Beispiel heute Morgen, also sprich an dem Tag, wo wir jetzt hier aufnehmen, haben wir 5 Grad gehabt. War also ganz toll. Und fährst du 2 Kilometer weiter, hast du 10 Grad. Also von daher. Das stimmt. Ich glaube, wie heißt es so schön? Winter is coming. Ja, ich freue mich ja schon auf Weihnachten. Ja, es könnte wirklich mal ein bisschen durchgängiger, beständiger das Jahr über von den Temperaturen her sein. Also, ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Ich meine, wir beide wissen es, die jüngeren Zuschauer bei uns wissen es nicht mehr, aber wir beide wissen es noch. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo es langsam warm wurde? Aber weißt du, ich glaube, so viel anders, da war es früher gar nicht. Man hat es als Kind einfach nur intensiver erlebt, bewusster. Heute rennen wir zur Arbeit, heute nehmen wir nur noch wahr, wenn was nicht passt, alles andere blenden wir aus. Ich glaube nicht, dass es anders ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das Gefühl, es wurde langsam wärmer und es war aber auch beständig. Also es war nicht so, dass es permanent zwischen warm-kalt gewechselt hat. Es wurde dann langsam wärmer. Und dann war Sommer, dann war es heiß und dann wurde es langsam kälter und dann war Winter und der war weiß. Jetzt ist ja alles nur noch so grau. Vielleicht nehmen wir es einfach mal anders, Papa. Auch möglich. Ich meine, wenn du arbeiten gehst, nimmst du sowieso so vieles anders, wa? Ja. Machst ja nichts anderes als den ganzen Tag in Arbeit hocken. Was anderes gibt's da ja kaum noch. Also zumindest für einen normalen Menschen, der arbeiten geht. Wenn du jetzt aussuchen kannst oder du gleichzeitig hast, ist wieder was anderes. Aber wenn du jetzt normal wegarbeiten gehen musst, weil du das Geld verdienen musst und du musst die Zeit haben, dann bleibt dir ja kaum was anderes übrig. Ich meine, du kennst es ja auch. Mhm. Ne? Meinst du, man könnte sich hier eine Schanze bauen und mit dem Trecker auf das Schiff springen? Nein. Einfach aus dem Grunde, weil im LS es so ist, dass wenn du über eine Schanze springst, du vielleicht nach 2 Metern und da fällst du wie so ein Stein vom Himmel. Hm. Dann könntest du von der Brücke springen. Auf das Boot und da mitfahren. Ja, mach doch mal. Ich muss doch Gülle fahren. Du darfst auch nicht unseren Xerion auf dem Schiff versenken. Das wäre ja auch nicht so nett, oder? Ja. Aber junge Frau. Ja. Mal ein anderes Thema. Ja. Hast du gestern mit Ute gesprochen? Ich bin noch krank. Achso, also, warst du gestern nicht bei dem örtlichen Sammeltisch? Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich bin gegangen. Aber viel Neues scheint es, also zumindest redet keiner. Irgendwie tuscheln sie und es scheint sich schon was zu entwickeln, aber ich habe nichts gehört. Erzählt keiner etwas. Also ist das nicht aus Oberkrebach gehört? Was denn?
Naja, Günther hat erzählt, hier sein Schwager, dritten Grades, zweite von links. Weißt du, der hier, Horst. Genau, ja, ja. Horst dieser. Muss ich kurz überlegen, wie der heißt. Der erzählt, dass da, man munkelt, dass in Oberkrebach Diebe unterwegs sind. Nein. Ja doch. Was gibt's denn da zu klauen, Baby? Jetzt wirst du lachen, Bäume. Nee. Doch. Wie kann man Bäume klauen? Ja, also quasi, also Horst hat gesagt, dass ihm Friedbert erzählt hat, dass bei Günzelsen nebenan, quasi, die waren wohl irgendwie im Urlaub, die waren wohl nicht da. Und als sie wiederkamen, haben die Bäume gefehlt. Das ist ja heftig. Die bei ihnen standen. Ja, und gibt's schon einen Verdacht? Man weiß es nicht. Also ich meine, Verdacht gibt's viel, ne? Angefangen von den komischen Stadtleuten. Über polnische Einwanderer, die über Amerika zu uns gekommen sind und jetzt die Bäume nach Indien verkaufen. Ach, der eine vom End vom Dorf, der hat doch auch so ein paar Hilfsarbeiter. Also, ne? Vielleicht waren es die ja. Ja. Ich meine, vielleicht war es auch Jeanette. Ja, Jeanette kriegt doch den Baum nicht gefällt. Meinst du nicht, dass sie mit der Kettensäge umgehen kann? Ja, die kann mit anderen Dingen umgehen. Ah. Okay. Aber weißt du, ich glaube, man, irgendwas wird da getuschelt und ich glaube, das ist gar nicht gut. Man erzählt es auch nicht. Ich glaube schon, dass es den Hof betrifft. Vielleicht sind die wirklich so in Nöten, dass sie damit was zu tun haben. Ja, du meinst diese komischen Stadtmenschen da? Ja. Die, wo alle behaupten, dass sie keine Ahnung haben. Naja. Ich sag dir das, pass mal auf, du. Ich sag dir das, die werden noch die dicke Kohle machen. Die werden den Hof noch auf Vordermann bringen. Die kommen jetzt bald in die andere Seite. Schaffen die niemals allein. Ich bin gespannt. Meinst du, dass sie es nicht schaffen? Nein. Okay. Alleine nicht. Nicht rechtzeitig. Die haben Tiere, die müssen versorgt werden. Das kriegen die nicht hin. Warum fahre ich eigentlich hinter dir her? Ich muss Gülle aufbringen. Weiß ich nicht. 7%. Was? Das ist nein, Spaß. Na, ich glaube, wir unterschätzen sie. Ja, vielleicht sollten wir einfach bei Zeiten mal rüber gucken. Also wir sollten uns einfach mal hinstellen und glotzen. Ja, einfach mal besuchen. Okay. Wir könnten doch mal einen Besuch abstatten. Du meinst uns selber zum Kaffee einladen? Ja, genau. Wäre jetzt sehr gewagt, aber das ist ja das, was wir immer machen, ne? Einfach hingehen. Einfach hingehen, klingeln, Hallo sagen, wie selbstverständlich in die Küche gehen, sich hinsetzen und fragen, ist Kaffee fertig? Das musst du mal machen. Gehst du bei irgendwem hin, klingelst und wenn er aufmacht, gehst du wie selbstverständlich in die Küche, setzt dich an den Tisch und fragst, ist Kaffee fertig? Dem, bei dem du dann einen Kaffee kriegst, das sind nette Leute. Die verstehen deinen Humor. Die Polizei rufen, nicht. Okay. Das ist ja wirklich mal witzig. So mit versteckter Kamera, verstehen Sie Spaß? Aha. Haben Sie Ihren Tee geholt? Ist Ihnen der Löffel runtergefallen? Was meinst du, was für eine Hupe der Klaas im DLC haben wird? Der Xerion. Bestimmt nicht eine Schiffshupe, oder? Na, hoffentlich nicht so eine Piepsi-Klauen-Hupe. Doch, so wie die, hier, wie heißen die, Betonmischer. Oh Gott. Ja. Ich bin gespannt. Also, wenn man sich ja so die Videos anschaut von den Maschinen, die sehen ja schon schön aus, ne? Die Glasmaschinen. Ja, also machen wir es her. Da kannst du dir einen kompletten Glashof bauen. Ja, ich meine, wir haben ja hier Glasmaschinen. Wir könnten ja theoretisch einfach die Maschinen hier durch die Maschinen von dem DLC ersetzen, ne? Wobei, ich bin immer noch der Meinung, bis auf die Verschleißtextur bei dem Xerion hier, wird der Xerion von Glas nicht, von Glas, wird der Xerion von Giants nicht rankommen. Ich glaube, der Xerion bleibt hier trotzdem der Bessere. Also ich habe an dem nichts auszusetzen. Ich wüsste nicht, was du besser machen kannst.
Die Verschleißanzeige, also hier sprich die Stellen, die kaputt gehen, ne, dieses verschlissene oder Gebrauchsspuren oder wie auch immer man es nennen möchte, die sind ja hier einfach nur weiß. Mhm. Das könnte man noch besser machen. Indem man dem Ganzen noch ein bisschen Textur verpasst. Wäre jetzt so mein Kritikpunkt an diesem Xerion. Mhm. Aber mehr nicht. Dum, 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 dum. Wie viel hast du? 13% und hören Sie bitte auf, in Ihrer Tasse umzurühren. Das bin ich nicht. Achso. So. Hier wird Müsli gegessen. Cornflakes mit Nuss. Okay. Schmecken sehr lecker. Mit Milch. Mhm. 3%. So. Okay, läuft. Also läuft rüber. Mhm. Meinst du, wir sollten uns irgendwann mal ein größeres Güllefass zulegen? Also du. Beide, wenn dann musst du beide. Ah ja, stimmt, da war was. Da haben wir letztens erst drüber gesprochen, oder? Wie war das doch mal? Ja, ja. Da war ich wach. Ja, ja. Aber wir haben es eigentlich bald geschafft mit der Gülle. Ja, relativ. Also hier ist schon noch ein ganz schönes Stück. Aber es kürzt es ungemein ab, wenn einer Gülle holt. Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt hier, oder wie gesagt, wenn ich jetzt hier hin und her fahren müsste, wäre ich bei weitem noch nicht so weit. Genau, genau. Na, man kommt. Ja. In eigener Sache muss ich jetzt ja noch was anmerken. Heute habe ich schon eingetragen, ich hoffe, wir kriegen es hin, nur meine Stimme lässt es nicht machen, starten wir einen Livestream. Stimmt, der war was, ja. Ja, aber du nicht, du bist gar nicht mit dabei. Nö, sondern, ich muss arbeiten. Leider. Die Jasmin ist dabei und ich bin auch dabei, so nebenbei. wir sind im Strasselbe unterwegs. Was wir machen, weiß ich noch nicht. Jasmin hat ja auch ihre vielen, vielen Freunde und ihren Club. Vielleicht machen wir auch einen eigenen Club auf, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das Ganze werden wir morgen ab 15 Uhr heute starten. Heute, genau. Heute 15 Uhr bis, keine Ahnung, 17 Uhr, je nachdem, wie lange wir es schaffen, wie lange wir was zu tun haben, wie lange Spaß macht. Ja, bitte nicht so lange, ihr müsst mich reinlassen. So. Mein Schlüssel ist ja noch weg. Wenn es klingelt und wir den Stream nicht beenden, dann steht der Tobi vor der Tür. Echt so. Die müsst ihr dann aber bitte reinlassen, weil mein Schlüssel ist ja noch weg. Gerade nach oben unterwegs, ja, ne? Ich bin, ja. Okay. Ignoriere mich nicht mit meinem Schlüssel. Ich möchte meinen Schlüssel. Den kriegst du noch. Keine Sorge. Du kannst dich wenigstens nicht mehr reinschleichen. Ich schleiche mich überhaupt nicht rein. Ich komme rein, ich mache die Tür nochmal auf, mache die Tür nochmal zu. Du schleichst immer rein, als würdest du irgendwas erwarten, was hier ist. Na, eigentlich, ich mag es nicht, die Türen zu knallen. Also, ich schon. Ich nicht. Ich schon. Und die Haustür unten, da sagst du immer, die muss mit Schwung zugemacht werden. Die kann man ganz schön leise zumachen. Nein. Die muss man nicht knallen. Ja, doof. Neu. Da. Fallout streamen ist mir eingefallen, ist ein bisschen schwierig, weil Nora und ich, wir haben ja immer hier von dem Account gespielt. Also ich habe kommentiert, sie hat gespielt. Mhm. Aber so streamen, wir können nicht zu zweit irgendwie, wir müssen dann hier beieinander sitzen. Das ist dann auch wieder anders. Ich meine, es würde gehen. Ja, es ist halt im Endeffekt so, als würdest du streamen, sage ich jetzt mal. So rein optisch gesehen, ne?
Ja gut, ich sage ja immer, ne? Nora spielt und sie hat ja auch bei den letzten Folgen immer gespielt. Das war ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe bei den ersten zweien und dann wurde meine Tastatur entfernt. Die brauchst du nicht mehr. Erst war meine Tastatur weg, dann war mein Stuhl weg. Jo, musstest du dann stehen. Und dann war mein Kopfhörer weg. Also irgendwann saß ich dann nur noch nebendran. Ich habe dann gesagt, Mensch, dann kannst du doch gleich die Begrüßung machen. Nee, das musst du machen. Das wolltest du dann doch nicht. Ansonsten hat sie alles gemacht, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen könnten. Wie es man noch machen könnte. Naja, wo man doch als Multiplayer zusammen spielt. Minecraft. Ah, vielleicht Ark. Lass mir doch mal Ark nochmal holen. Ja, das ist ja noch eine Möglichkeit. Ja, das war doch erst im Angebot, ne? Oder Minecraft, das stimmt. So. Ja. Es ist jetzt aber hier auch. Also die Längsbahn haben wir hier hinten bald fertig. Und dann werden die Seiten, die wir machen müssen, kürzer und dann wird das auch ganz anders ein bisschen komisch aussehen. So, jetzt muss ich aber hier mal. So. Ich lasse hier jetzt immer so ein Teil aus, weil ich habe keine Lust, permanent rückwärts fahren zu müssen. Oh. Böen. Leer. Oh, ich brauche bald Diesel. Wie sieht dein Treibstoffvorrat aus? Drei Viertel voll. Oh, das geht ja noch. Meiner ist fast leer, ist fast bei einem Drittel. Also? Mit dem bin ich aber noch mehr gefahren. Das stimmt. Das stimmt. Und voll. Also Leute, denkt dran, 15 Uhr, Kanal von meiner Frau und in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es klappt, wenn ihre Stimme hält, könnt ihr da den Stream sehen. Ja, aber was sonst noch ist, das müssen wir mal schauen. Ich meine, wir haben ja im Moment schnelles Internet, was das Hochladen angeht, ne? Das heißt also, zeitlich sind wir ja im Moment sehr schnell. Sag ich mal so. Wobei, ich habe ja noch ein Projekt, wo ich dich ja gerne noch dabei hätte, ohne dass du spielst. Da können wir uns auch mal bei Gelegenheit, wenn es deiner Stimme wieder besser geht oder wenn die Erkältung bei dir weg ist, können wir uns da auch gerne mal ransetzen. Mal schauen. Also, ich gucke und sappel dir rein, meinst du? Ne, wir spielen zusammen bei mir, vor meinem Mikrofon. Okay. So wie du mal bei Hausflipper dabei warst. Ja, das stimmt. Ganz am Anfang. Nur Hausflipper ist ja nicht so deins. Nein. Ich glaube, hätte... Du kannst einem Sims-Bauer nicht Hausflipper andrehen. Das kannst du einfach nicht bringen. Nicht? Warum nicht? Nein. Aber es wäre bestimmt schön gewesen, wenn ich zu dem Zeitpunkt Sims gespielt hätte. Hätte ich dich wahrscheinlich gar nicht mehr weggekriegt. Oder? So. Jetzt haben wir hier immer noch so ein Stückchen. Also sind wir quasi in der nächsten Folge auch noch damit beschäftigt, die Gülle auszubringen. Aber dafür können wir dann im Stream was anderes machen, wenn wir von der Riesenbeck streamen. Für heute soll es aber erstmal gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.